Kopfüber. Der sollte sich mal Bleigewicht in die Schuhe hauen, ey. Das wäre doch mal eine Idee. Warum sagst du es ihm nicht? Hau dir Bleigewicht in die Schuhe. Ja, Männer gute sind Idee. doof. Ach, der Zwerg oder Gollum, was auch immer das ist. Gollum. Oglum. Der nächste Quest ist eine halbe Gruppenquest. Huch. Eine halbe Gruppenquest. Jo. Aha. Ja, die schafft man auch ein bisschen anstrengend alleine, aber zu zweit ist halt eine Ecke einfacher. Ich werde mich Boah, verpissi-dünisi-di-di-di-di-di-di. gerade sage ich's noch. Hättest du das nicht 2 Minuten vor dem Ding machen können? Geil. Nimmst du schon auf? Ja, aber ist egal. Oh mein Ich Gott, bin nicht was für so ein cooles spießig, oder? Schwert. Was? Was, Trollschwert? Ja, natürlich, ein Trollschwert, nein. Ja, doch, sie hat gerade Ja, gearkeologiert. Bist ihr Geh gerade weg? natürlich. Quatsch mit Ja. Suppengrün, ey. Tut mir leid, Nathalie, ich wollte die Aufnahme nicht stören. Aber Du passiert. störst die nicht, meine Güte, das war doch ein Ja, Witz. ich störe sie, du hebst das Stimmt, Niveau. du störst. Und auch Alles klar, wirklich. ich wünsche euch gute Träume und so. Ja, gleichfalls. Da hinten. Denkt an mich, wenn ihr Geld braucht. Okay, Wir zum sehen T uns. Ja, das Geld, Tschüss. das ich weiß jetzt schon, ja. Oh Mann. Ciao. Lass das Tschu. auch. Oh, da ist ihn von der Bombe weggezogen. Das ist nicht gut. Was ist los? Muss die Eierbombe legen. Eierbombe legen, Moment. Wieder mal eine sehr frühe Info. Ja, ich hatte sie gelegt, aber du hast ihn weggezogen davon. Ich habe nur das gemacht, was meine Aufgabe ist. Ich tanke das Vieh. Nee, normalerweise würde es durch die Bombe, ich glaube, auf 2% runterfallen. Aber es ist die Irgendwann oder die Bombe. Egal, haben Ich wir wollte es da gerade sagen, oben. die steht aber jetzt schon neben mir, Alter. Sagen, einer reicht völlig. Aber wirklich Schaden macht er dir nicht, oder? Ach, hallo, als wenn der mir Schaden macht, der Gimp. Boah, yay. Guck mal, der Bruder ist wieder da. Ich hab's schon gesehen. Oh mein Gott. Die müssten jetzt rein theoretisch die. Obwohl, nee. Im Tauchanzug nicht. Ich wollte sagen, rein theoretisch müssten ihm die Lungen platzen, aber der hat ja einen Tauchanzug. Tauchanzug auch. Echt? Ja. Autsch. Gut, dann adieu. Das heißt, boah. Boah, ist das ein krankes Schwert und ich weiß, du hast es gerade gesagt, aber ich habe es mir vorher nicht angeguckt. Sag ich doch. Das Ding ist richtig nice. Ja, Das der Typ ist. hat auch keine Folgequest mehr, also abgeben wir dann. Das ist Winner! einfach nur schön und schlicht. Und deswegen mag ich es. La 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 la. Eben sind. Ich habe irgendwie. Ich weiß nicht. Ich habe ihn gerade wegfliegen sehen, aber irgendwie ist er schon wieder da. Das ist jemand anderes. Ja, ist klar. Ja, das sind Brüder. Aha. Wir sollten den großen Aal in die Luft sprengen und töten, weil wir seinen Ach, Bruder der sind, ist oder? ja in seinem Jahr. Okay, ich verstehe schon. Warum steht ihr auf dem Kopf? Achso, soll ich es mal vorlesen? Jo, mach das mal. Warum steht er auf dem Kopf? Scheint, als hätte ich Probleme mit dem Schwimmen. Warum? Ich weiß nicht, vielleicht habe ich eine geringe Knochendichte oder eine überdurchschnittliche Lungenkapazität. Vielleicht liegt es auch an dem Käse, den ich zum Mittag gegessen habe. Wie dem auch sei, es ist einzig und allein die Muschel, die verhindert, dass ich an die Oberfläche schnelle. Faszinierend. Ja, das liegt in der Familie. Die Mitglieder der Familie Grabungsdiet hatten schon leider immer Probleme mit dem Auftrieb. Wie seid ihr denn hierher gelangt? Ich habe mich am Tau entlang gehangelt, Mädchen. Eine schmerzende Hand nach der anderen. Ich weiß schon nicht mehr, wie viele Liter Seewasser mir in die Nase gelaufen sind. Ihr hättet mal sehen sollen, wie ich gegen diese Pyropanzerkrebs gekämpft habe. Und zwar nur mit den Füßen und Zehen. Das war wirklich eine rühmliche Heldentat. Klingt beeindruckend. Ich entsinne mich, als ich noch ein kleiner Junge war, dass die anderen Jungen auf dem Grund des Loch Moder tauchten und dort Sanddollars und Muscheln sammelten. Oskar und ich klebten an der Wasseroberfläche, strampelten sinnlos mit den Beinen in der Luft und konnten ihnen nicht folgen.
Das ist wirklich schade. Jedenfalls, ich weiß nicht, wie oft ich auf dem Grund eines Sees oder eines Flusses eine herrliche, schimmernde Erzader entdeckte und gezwungen war, mit dem Werkzeug in der Hand unverrichteter Dinge abzuziehen, nur um sie einem verfluchten, auf den Grund tauchenden Ork oder einer Blutelfe überlassen zu müssen. Ich muss jetzt wirklich aufbrechen. Ihr habt keine Ahnung, wie es ist, wenn man so etwas hier fest ist. Wisst ihr, wie viele Fische mich mit einem Stück Seetang verwechselt haben, an meinen Zähnen geknabberten und sich zwischen meinen Waffen verstecken? Dieses Kitzeln genügt, um einen Zwerg verrückt zu machen. Punkt, Punkt, Punkt. Ich sehe schon, mein Murren wollt ihr nicht hören. Schön. Denkt nur daran, wie gut ihr es habt. Seetauglich, wie ihr seid. Mit eurer Fähigkeit, in jede Richtung, außer nach oben zu schwimmen. Zum Thema jede Richtung. Sieht so bescheuert aus. Oh mein Gott, ey. Schmerzlichsten Dank für diese Vorlesung. Ja, hat euch gefallen, das macht 10 Euro. Was? Macht 10 Euro. Ja, klar. Das Ding ist, ich kann vor anderen nicht wirklich lesen. Ich glaube, ich schwimme die. Nee, ich schwimme nicht. Eine Kraut, eine Kraut. Ach so. Aber die Richtung stimmt auf jeden Fall. Ach, da ist ein gelber Pfeil. Folgen wir dem gelben Pfeil, Frau! Gelber Pfeil? Ja, wir haben ein Fragezeichen. Bringt Grabungslied Fisch und Tipps zu Captain Grovewall in der Dämmerbucht. Noch 19 Quests und wir haben es durch. Aha. Ja, wir bekommen den Erfolg schon vorher und dann haben wir noch 3 Quests, die wir machen müssen. Ui, wir können 3 Quests auslassen, episch, wow. Nein, nein, die machen wir, die brauchen wir, um die Quests in Bastir zu bekommen. In drunter Zeiten. Aha, toll. Das ist nur hier, hier muss man es komplett durchquellen. Okay, und in Uldum ist es so. Ich hab schon Heldenaufrufe hier, ey. Und für Tiefenhain. Ja, hier hast du von Anfang an. Ich wollte gerade sagen, ja, ich weiß, weil es das Alternativgebiet ist, genau wie bei Tundra und im Fjord. Und dann wird bocken. Weiß man mal hier. Ja, was machen wir jetzt hier oder Tiefenhain? Tiefenhain wäre ja wohl eigentlich schlauer, oder? Deswegen hatte ich dich ja gefragt, ob du hier alle auslassen willst. Tja, ich weiß nicht, ich würde hier an sich gern sehen, aber ich möchte nicht alles durchquesten. Das Ding ist, ich möchte in die späteren Gebiete, wo man besseres Equip kriegt. Boah, diese Höhle geht mir so auf die Eier hier. Also im Prinzip muss es überall durchquesten. Einmal wegen dem Ruhm für die Fraktion, weil du wirst dadurch bei jeder Fraktion wohlwollend. Mhm. Und das brauchst du einfach. Und für... Das ist ein guter Start, weil dann kannst du dir mit Wohlwollen überall diese 333er-Items kaufen. Und die sind genial für normale Inzen. Das ist perfektes Equip. Mhm. Nee, nur für Heroes ist das gut, genau. Ich wollte gerade sagen, für normale Inzen 333? Nee, das ist für Heroes. Richtig. Und... Da. Also ich bin dafür, hier halt zu machen, aber... Schwert. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit deinem Let's Play ist. Wie gesagt, ich möchte nicht ganz hier all durchmachen. Boah, sieht das geil aus, ey. Also mir ist es egal, ich kann es hinterher auch noch alleine nachholen, also... Yeah, was für eine coole Klinge. Boah, ey, die sieht ja episch aus. Was hat sie denn überhaupt drauf? Stärke, es wäre sogar was für mich, wenn ich mal Geld da machen würde. Hat was. Ist ein bisschen klein für ein Zweihänder, aber... Was macht die Schönes? Beweglichkeit. Das ist schlecht. Ja, das ist die letzte Questreihe. Nein. Oh, der Briefkasten. Ich kann was für meine Robe holen. Ach, noch mehr Dinge, klasse. Ui, endlich mal ein Schmuckstück für mich oder ein Halsteil, was weiß ich. Das sind gar keine Masken. Whatever. Ja, willst du jetzt weitermachen oder willst du jetzt Schnitt machen? Da schwamm sie davon. Ist doch egal, ob ich jetzt schnell oder nicht. Auf mir müssen sowieso hin, ey. Egal, was ich davon mache.
auch wieder. Deswegen ist die so, ich versuche einfach nur die Logik hinter der Frage zu erkennen. Also hätte ich mich nach Sturmwind geportet. Warum? Ich stehe gerne in Sturmwind. Hä, warum? Keine Ahnung. Was willst du denn jetzt in Sturmwind? Gar nichts, ich stehe da nur gern. Aha, und was willst du? Ich verstehe. Daumen hoch, wenn ihr Daumen hoch runter, aber ist mir egal, ich bin zu verwirrt. Daumen, wenn ihr es nachvollzieht, dass ihr gerne immer in derselben Stadt auslockt. Stimmt, wir sind hier beim Aufnehmen und du willst nach Sturmwind oder was? Nein, hättest du jetzt aufgehört, hätte ich mich nach Sturmwind geportet. Mhm, das hättest du gern, ich weiß. Nee, gar nicht. Noch 10 Quests und ich bin Level 83. Juppie. Freut mich unglaublich. Wirklich? Nein. Hab ich befürchtet. Ich möchte deswegen weitermachen, weil ich nur noch ganz wenig Gildenruf brauche. Dann kann ich mir Sachen da kaufen. Accountgebundene Scheiße, was weiß ich. Cape, Kopf. Accountgebundener Kopf, Lancelots Kopf verschicken. What the fuck? Ach du, Oh nein. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Ein gefangener Wal namens Willi, das ist doch jetzt nicht euer Ernst, oder? Ja, jetzt sag mir bitte nicht, dass es eine Questreihe gibt, befreit Willi oder Free Willi. Dann sag ich's eben nicht. Oh mein Gott, nein! Blizzard, ihr seid so gut geklaut, ist halb gewonnen, ne? Oh Mann, oh Mann. Wie lange bleibst du heute? Keine Ahnung, halbe Stunde noch. Okay. Eine halbe, immer egal. Ich kann auch eine Stunde draus machen. Was ist das denn? Ein Gnadenloser. Ja, gnadenlos, hässlich vielleicht. Boah, was ist denn mit dem im Arsch? Ich bin so behindert, ich gucke in die falsche Richtung, Alter. Oh mein Gott. Zu fasziniert von seinem Aussehen. Ja, so circa. Ne, nicht das Aussehen. Ich finde den Namen gerade viel dämlicher. Schmerzlichsten Schrank. Ich habe hier gerade was gesehen. Ich muss unbedingt hin. Ich bin wie eine Motte davon angezogen. Aber irgendwie ist es weg. Nein. Wo ist denn das? What? Ich habe eigentlich gedacht, ich hätte Dings gesehen, aber... Nein. Ein Erz. Ich dachte, egal. Pech gehabt. Was ist das auch ein... ist das auch ein alter Boss oder so? Oder ein Gott hier, dieses Ding? Ja. Tentakelschrecken. Jetzt aber bitte nicht, dass man das Vieh irgendwann im Ganzen sieht. Erst mit 4.3 oder 4.5. Mit was? Mit dem... Oh, scheiße. Questbock gepult. Mit dem Addon 4.3 oder 4.4. Okay. Also nach Feuerland quasi. Und da war Schier, ist nämlich da neben dem Thron der Gezeiten ist noch ein Eingang und da muss man gegen den alten Gott kämpfen. Mhm. Du meine Nase. Es wird wieder hier so ein halber Yogg-Saron-Raid, hä? Yep. Oh also. Mann. Yogg-Saron habe ich das, da bin ich sauer, dass ich nicht mitgegangen, mich nicht mitgehen konnte. Ja, die machen wir demnächst nochmal. Das finde ich echt schwul. Yogg-Saron hätte ich nämlich gern gesehen. Boah. Ich weiß nämlich noch, wie wir damals mit der Gilde hier an Wesax verreckt sind, als es noch neu war. Da war das Mob voll schwer. Echt? Immer noch? Wir mussten 2 Minuten auf ihn draufballern, dann war der tot. Ich wollte gerade sagen, wie soll denn der schwer sein? Ich weiß nur, dass der Tank die ganze Zeit kiten musste, wie behindert, warum auch immer. Ja, weil der Boss macht auch so 100% mehr Schaden und Rüstung 100% verringert Schlag. Nett. War nicht so witzig. Ja, und diesmal hat der Tank ihn einfach durchgetankt. Der ist da stehen geblieben. Ja, dauert ja auch eine gute Weile, bis das da mal wirklich so einsetzt. Tja, Tötungsquest beendet. Wir müssen noch 9 für die, Wir müssen noch 5 von den nahlosen Köpfen. Banner in Tiefen, irgendwas Leichnam gerannt. What the fuck? Ah, scheiße, ich hab den gekillt, aber ich hab ihn nicht aufgespießt, ich Idiot. Da ist er wieder. Ja, ich weiß normalerweise. Ich bin ja eigentlich der Anti-Lese-Fan, aber.
Junge, komm mal her. Okay, dann komme ich eben zu dir, ist mir auch egal. Hauptsache irgendwer kommt. Ach, das Ding ist, Männer verstehen einen immer falsch. Ja heißt nein und nein heißt ja. Wer hat sich eigentlich so einen Schwachsinn ausgedacht? Obwohl es nicht ganz unwahr ist, aber nicht bei solchen Teilen. Mädchen sagen oft nein und hätten gerne ja, aber wir sagen nein, weil es einfach anständiger ist, manchmal nein zu sagen. Das ist irgendwie echt kompliziert, aber naja. In anderen Worten, ihr wollt es tun, aber ihr denkt, nee, ich kann es jetzt nicht mit dem Fremden treiben. Oh, es geht doch nicht darum, du Pfosten! Nicht? Das ist genauso wie Geld annehmen. Man sollte es nicht machen, weil man halt, ne? Es ist besser, wenn man es nicht macht. Man sollte unabhängig bleiben, aber manchmal ist es einfach vonnöten. Und man sagt halt nein, obwohl man es halt gut findet, aber macht keine Ahnung. Very complicated. Mir fiel gerade kein besseres Beispiel ein. Nicht um 1 Uhr morgens. Es ist ja wirklich schon 1 Uhr morgens, scheiße. Mhm. Ach, jetzt fällt ihm ein, er ist müde. Ja, das ist jetzt so wie so ein Placebo. Jetzt hast du gesagt, dass es spät ist, jetzt werde ich wirklich müde. Ein was? Ja, das ist ein Placebo-Effekt. Wenn du glaubst, es ist so, dann ist es auch so. Ach so. So eine Art Phantomschmerz. Ja. Okay. Das ist dumm. Boah, diese Typen sind auch verdammt selten, diese Köpfe. Ich bin bekloppt, ey. Hätte ich die ganze Zeit mal meinen Gildenwappenrock angehabt, hätte ich sie bestimmt schon, aber Pech. Deswegen habe ich den die ganze Zeit an. Aha. Das kann ich mir fast denken. Ich habe es nur leider vergessen. Ich habe nur weiß gesehen, aber auf den Rest habe ich nicht geachtet. Das ist ja gar nicht wie unserer. Ich habe einen Kopf. Yippie. Geht's jetzt? Dann mach ihn zu, du Arschloch. Ich wollte sagen, ich habe sogar Arme und Beine, was es nicht alles gibt, ey. Du hast noch sehr viele andere schöne Dinge. Mhm. Wunderschöne Lippen, wunderschöne Schultern. Whatever. Die Kollegin meinte jetzt letztlich, ich hätte so schöne Hände. Ich so, was haben bloß immer alle mit meinen Händen, ey? Ich finde, du hast wunderschöne Schultern. Hä? What the fuck? Manch einer hat gesagt, du hast schöne Augen oder so. Du hast schöne Schultern. Schöne Augen kann ja jeder sagen, aber... Pff, what the... Scheiße, schon zu weit. Ich mag meine Haare. Teilweise zumindest. Ich liebe deine Haare. Sind nur ein bisschen schwer zu bändigen manchmal, das scheiß Unkraut. Ich wäre voll ultra traurig, wenn du sie abschneiden würdest. Du hast mich sowieso nicht gefragt, wie ich nach dem Friseurbesuch aussehe, du Penner. Hast du mich gerade Penner genannt, nur weil ich nicht gefragt habe? Ja. Ich hätte sie mir ja absäbeln können. Theoretisch. Das interessiert dich ja nicht. Hey, sonst bemerke ich immer die ganzen femininen Sachen. Mein Gott, da denke ich einmal nicht dran. Ich hab's dir ja gesagt, dass ich zum Dings gehe, zum Friseur. Und wie sieht's jetzt aus? Ich habe mehr Pony als vorher. Das Ding ist, vorher ist das alles so ein bisschen am Wuchern gewesen. Ey. Jetzt hat sie mir mal das Pony gerade geschnitten, aber... Hä, das hast du mir schon mal erzählt. Nein. Ich habe nur gesagt, dass ich es machen lassen will, aber danach haben wir nicht mehr drüber gesprochen. Alzheimer hat er auch noch. Na gut, ich habe keine Gegenbeweise, also muss ich das so hinnehmen. Ja, stimmt. Nein, ich will wieder meinen Control machen. Klappt nicht. Kein Blitzschlag und Blitzschlagschild. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Yo, what the fuck. Oh, dieser Angelwettbewerb, den würde ich gerne mal gewinnen. Aber Alter, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Der ist doppelt so schnell wie ich gewesen. Ich hatte gerade mal so ein paar Fische, da hat der schon abgegeben. Ich so, was ist los? Ich weiß nicht, ey, ich keine Ahnung, wie die so schnell angeln. Ob man das irgendwie beeinflussen kann, das ist echt krass.
Naja, man muss die ganzen Sachen haben, die Köder und was weiß ich was. Ich bitte um Angeltipps für solche Sachen. Ich bin nämlich echt schlecht da drin. Aber ich höre das verdammt gerne. Bitte help me. Meinst du den Account gewonnen, den Ring? Ich möchte einfach... Nö, ich möchte die beste Angel im Spiel. Die schönste Angel im Spiel hast du doch schon, das ist deine Stimme, damit angelst du dir ganz viele Abonnenten. Oh mein Gott, Worte. Ja, ich glaube ganz ehrlich nicht mal im Ansatz, dass wegen meiner Stimme die Abonnenten bei mir sind, ey. Ich kann zwar auch nicht gerade mit Intelligenz oder solche ähnlichen Dingen prahlen, aber es ist garantiert nicht die Stimme, die es ist. Es ist doch immer so dunkel hier. Wie viele Köpfe brauchst du noch? Köpfe? 4. Komm mal mit, hier hinten sind so Giblins, die droppen die auch. Ja, ich hab hier gerade einen. So einen Besessenen. Ich weiß aber nicht, ob die das auch... Ja, die droppen das. Der hat aber auch keine Dings drauf. Ja, ist ein bisschen Bagger. 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 Oh, Arschloch. Was? Jetzt. So, die droppen sich selber auch nochmal. Ich habe ihn gelootet und er hatte nichts, deswegen habe ich gesagt, Arschloch. Boah, Alter, ich bin voll über der Zeit, so eine Scheiße. Ich muss mal stoppen, mal hier einen Schnitt machen. Muss man nach da hinten schwimmen? Ja, bis gleich.